Und ein ganz herzliches Willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall heute sehr darauf, dass ich heute mal wieder euch am Start habe. Ich hätte heute auf jeden Fall einen sehr, ja, sehr populenten oder auch sehr, 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 sehr turbulenten Tag gehabt. Auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es müsste genau so heißen. Einen sehr turbulenten Tag gewesen sein. Jetzt habe ich es gesagt, genau. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Ein sehr turbulenten Tag gab es heute auf jeden Fall. Sehr anstrengend. Ich sage euch jetzt nicht, was ich gemacht habe heute. Ich hatte einfach heute nur echt mit sehr viel zu tun gehabt. Ich hatte einfach heute mit sehr viel Sachen halt auch einmal zu tun gehabt. Nicht hier zu Hause, woanders halt, ne? Und es war auch ganz schön und ja, hat mir auch Spaß gemacht. Aber es war halt auch sehr viel zu tun und dann muss auch mal. Da muss auch mal sowas passieren. Genau. Da muss auch mal sowas passieren. Und dann lasse ich mich darauf ein, wenn man das mir so sagt. Und das finde ich auch in Ordnung so. Kann man auf jeden Fall auch so okay finden. Ich weiß nicht, ob da viele Leute auch zustimmen würden, aber ich finde auf jeden Fall das in Ordnung so, wie ihr Lieben. Ja, auf jeden Fall finde ich das okay so, ihr Lieben. Wie man es auf jeden Fall so geregelt hat. Und ich freue mich einfach nur drauf, ihr Lieben, dass ich das heute nicht schmerzen bereit gestellt habe. Gut, dass ich heute keinen Schmerzen bereitgestellt habe und schön, dass ich auch keinen Schmerzen danach hatte, weil ich habe gerade seit, ich glaube, seit 3 Stunden, nee, seit 2 Stunden bin ich gerade schon wieder hier und ja, es gibt echt gute Leben und schön, dass ich wieder alles geschafft habe. Schön, dass nichts Schlimmes passiert ist, weil es kann manchmal auch schlimme Sachen in so einem Fall auch passieren. Deswegen, ja, es ist einfach nur schlimm. Manchmal, man kann manchmal auch echt sagen, dass es manchmal so sehr schlimm ist für mich, das zu machen, aber ich habe mir heute getraut und das hatten wir auch schon mal gehabt, deswegen habe ich mir auch ein bisschen mehr getraut. Beim zweiten Mal ist irgendwie immer alles ein bisschen weniger schlimmer als beim ersten Mal. Egal. Es war auf jeden Fall ganz cool heute und ich hatte auf jeden Fall einen sehr turbulenten, aber auch anstrengenden Tag gehabt und ich habe auch ein bisschen Sonnenbrandschmerzen, aber nur ein klein wenig. Also ist okay, ihr Lieben. Brauche ich keine Sorgen. Hier ist ein bisschen rot, aber das sieht man halt nie wegen der Kamera. Das brauche ich euch gar nicht erklären. Das sieht man gar nicht wegen der Kamera, also. Ja, lassen wir es einfach stehen bleiben, lassen wir es einfach stehen, das Thema mit diesem Sonnenbrand. Das kann mich mal, das wird schon die nächsten Tage weggehen, alles gute Leben und so. Und das ganze andere Kram, das ich gemacht habe, war auch ganz cool. Bis anstoßen, viel trinken ist ja auch wichtig. Also ich trinke halt nicht immer nur das ganz normale Wasser, ich trinke halt manchmal auch gerne Limonaden oder auch verschiedene Zitronenlimonaden, ihr lieben Leute. Ja, und wenn wir gerade zum Thema Limonaden und wie was Leckeres, was ganz Leckeres, Leckeres. Leckeres Gummi essen, reden, wenn wir schon darüber reden, über was leckeres Gummi, heftiges, mächtiges, habe ich mir gedacht, komm, testen wir mal heute so eine richtig leckere, frische Snackpause. So, ich habe einfach Bock drauf heute, deswegen testen wir einfach heute mal so eine kleine Runde, wie man das einfach nur genießen kann, wie man einfach nur das auch einfach nur genießen kann. So eine erfrischende, kalte, frisch, milch Mahlzeit. Genau, man kann also jetzt einfach sagen, dass es erfrischt ist und erfrischend. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch einfach erstmal mit diesem ganz guten Laber-Video und Snack-Test an. Ganz gut auf jeden Fall so. Auf jeden Fall ganz gut so, wie es gerade ist, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir machen mal auf. So, ich würde sagen, wir fangen mal an. Okay, die neue Liste, let's go. Ich freue mich drauf, ihr Lieben. Und es geht los. Wir testen heute die Milch hier. Diese, nein, wir testen heute nicht nur Milch, wir essen heute leckere, erfrischende Milch. Wir essen heute erfrischende Milch, aber nicht nur erfrischende Milch essen wir heute. Wir essen nämlich in der Milch leckeres Schokoladenmüsli. Schokomüsli, habe ich mir gedacht. Deswegen, wir können ein bisschen labern, wir können so ein bisschen Spaß haben, so wie man möchte halt. Und wie man Bock drauf hat. Und das hat nicht so gut geklappt, weil die Milch ist gerade aufgegangen, einfach so. Einfach so ist einfach gerade aufgegangen. Und sehr peinlich auf jeden Fall, auch sehr peinlich, aber ist egal. Die Milch ist auf jeden Fall noch gut, die sieht auf jeden Fall noch gut aus, die Milch, also können wir sie auch nehmen. Auch wenn sie schon eine Woche verfallen ist, aber komm, man kann ja auch mal. Man kann sich auch mal ein bisschen trauen, habe ich das Gefühl, man kann sich auch mal ein bisschen trauen. Das kann man auf jeden Fall machen, ihr Lieben. Ja, sehr schön. Sehr schön, ja, ich finde es echt cool, dass man hier sowas mal macht. Dass ich das mal mache, dass ich das für nächstes Mal mache hier. So, jetzt testen wir das Müsli hier. Das Müsli. Können wir auch testen gleich. Die Milch, die können wir auch schon testen, wenn wir wollen, wenn ich möchte. Lecker. Nur.
Das ist eine Bergbauern-Haarmilch, okay. Also, sie schmeckt ein bisschen komisch, aber ich habe sie probiert gerade. Die ist echt lecker. Okay, dann ist das auch schon ganz gut abgehakt. Der Geschmack vom Milch, von der Milch, vom Milch. Geschmack ist auf jeden Fall ganz gut gelungen. Und jetzt wäre, wie gesagt, diese hier. Diese gute Verpackung hier. Nein, wir testen dieses Inhaltsvermögen. Ja, hier ist halt die Verpackung, ihr Lieben. Alles cool, ihr Lieben. So. Auf jeden Fall ganz cool und ja. Quäl echt gut. Die Verpackung meiner Meinung nach. Sieht echt auf jeden Fall ganz gut aus. Sieht echt auf jeden Fall ganz gut aus, ihr Lieben. Ich würde sagen, ganz kurz cutten. Ich muss eben ganz gut cutten. Und die Milch ist auf jeden Fall ganz gut. Wir haben sie also als erstes getestet, gerade die Milch, und jetzt gibt es als zweites den nächsten Snack-Test. Nämlich dieses haferleckere Müsli. Weil es ja auch Haferflocken-Müsli mit Schokolade und verschiedenen Mineralien oder mit verschiedenen Cornflakes-Sorten, habe ich das Gefühl. Also, wir testen gleich diese ganze Verpackung mit der Milch. Die Milch war auf jeden Fall ganz auch. Und es geht los, ich weiß, ich hätte mal wieder mich bisschen besser vorbereiten können, aber ist egal. Mit den ganzen Schnitzer halt, aber egal. Solange es Cuts sind, solange es nicht Wartezeiten sind, ist auch alles gut. So, aufgemacht und jetzt bisschen labern, bisschen zocken, bisschen schmecken. Bisschen kosten, bisschen schmecken. Ja, schmecken, kosten und probieren. Weil ich weiß gar nicht, wie es schmeckt, das Müsli, weil ich kaufe immer irgendwie nichts von irgendeiner Müsli-Abteilung. Ich kaufe also eher selten Müsli von meinem eigenen Geld. Deswegen kenne ich ja sowas gar nicht so richtig. Ich kenne zwar Schokoladenmüsli, aber ich weiß ja nicht, ob es eine andere Sorte ist vom Schokoladenmüsli. Weil es ist ja eine andere Firma und auch eine andere Gründung vom Marketing. Und das gibt halt in einem speziellen Laden. Das ist halt ein Laden, der halt das auch halt auch vorstellt, dieses Müsli. Oder auch halt auch anbietet, kann man sagen. Aber mehr aber auch nicht. Aber ist egal, ihr Lieben. Alles cool. Wir sind gerade in Spanien. Wir gönnen einfach ein bisschen was jetzt hier. Und jetzt habe ich Bock drauf auf dieses leckere Müsli. Ich habe gerade einfach nur Bock drauf. Mit einer Gabel zu essen, weil ich gerade nicht raus möchte, weil es ein bisschen laut draußen ist, dass wir besser nicht rausgehen. Und bisschen besser aufpassen, dass wir uns jetzt nicht hier ablenken lassen, weil das Beste ist einfach, dass man Spaß hat. Lecker. Köstlich. Lecker. Also irgendwie habe ich mir es anders vorgestellt. Also anders wie immer. Aber schön, dass man auch mal einen anderen Geschmack bekommt im Mund. Nicht immer nur das Gleiche. Auch mal was Neues bekommen. Richtig cool. Cool. Ja. Sonst, wie geht es euch so, ihr Lieben? Könnt ihr gerne mal schreiben, wie es euch geht. So in die Kommentaren. So. Ist es euch so heiß? Ist es euch so warm? Ist es euch so kalt?